Hallihallo und willkommen zurück bei Tom Grant Clancy's Ghost Recon Wildlands mit Anduin. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit, Tibra. Ja, nächster Einsatz. Da ist sie weg. Und da ist sie wieder. Ja, da ist der Anduin. Sollen wir schießen? Hör auf. Okay. Na, wir dann mal aufklären. Wir klären uns mal auf. Ich sehe einen Hauptmann. Ja. Wo wär's? Fang an. Bienchen und Blümchen. Bienchen und Blümchen. Ah, da ist er einer. Okay. Ah, ich robb mich da. Ups, das ist so. Ja, ich zeig vielleicht kurz auf der Map, wo wir sind. Mhm. Ich suche also, das ist weiter. Da dieser Posten, wenn man da von den Brücken rüberkommt. Okay. Was du über alles siehst. Gell, du schaust, was ich da spechtelt. Trotzdem geht mir noch einer ab. Ein kleiner, mieser. Ein kleiner Bolivianer. Genau. Der dürfte da drin hocken. Ich hab da noch irgendwo einen, den es mir noch nicht aufdeckt. Mal schauen, ob der rüberkommt. Ich sehe, da den sehe ich. Das Problem ist, die erhöhten Positionen rund um das Lager sind in Wahrheit nur auf der Seite oder die Tibra stationiert ist. Mhm. Aber trotzdem, es sind einige in den Gebäuden drinnen und verdeckt. Das ist weniger toll. Na gut, die direkt in einem Gebäude sind, die werden wir nicht, noch nicht aufklären können. Ist einer, das ist sicher. So, jetzt schauen wir mal, ob man den da. Warum sehe ich denn was? Zeigt es ja sogar an, dass er im Freien ist, oder? Wenn ja, das denn, richtig sehe. Das ah, einer. Macht Sinn. Ja, ich habe ihn. Sehr schön. So, das sind ein paar sind da noch. Ein paar Geschamige, wo sie nicht blicken lassen. So, dann wäre er wieder ein bisschen entfernen. Zwischen mir und das in den Lager bringen. Mal schauen, von wo aus wir ein Schussfeld haben auf die. Ein paar würde ich schon treffen. Also der Turm, der mir am nächsten ist, da sehe ich leider keinen. Bin mir aber gar nicht sicher, ob da einer drinnen ist, weil ich habe jetzt schon von mehreren Richtungen. Ich glaube auch nicht. Probiert. Ich gut. Bin nicht in Lama. Scharfschützen. Dich da drüben, dich sehe ich sehr gut. Aber nicht, wenn ich mich hinblicke. Ich sehe dich auch. So, also den in dem Turm da, den markieren wir mal. Auf den hätte ich ja relativ gutes. Okay. Schussfeld. Ich markiere die zwei. Die hätte ich Schussfeld. Und auf die unten im Hof bzw. am Haupthaus. Ja, ich würde sagen, wir nehmen einmal die von die Tür mal weg. Mhm, da muss ich schnell sein. Weil die zwei. Das sind zwei oben. Okay. Soll da helfen, dass ich einen übernehme und mal schauen, ob ich da einen sehe. Ja, das wäre nicht schlecht, weil dann. Ich sehe eine montierte Waffe. Keiner Alarm schlagen. Weit. Ja, also der, wo zwei blinkt, den sehe ich nicht, aber den anderen hätte ich. Okay, dann nehme ich den, der blinkt. Okay. Sag an. Noch ein Ziel, mach 10. 3, 2, 1. Oh, Scheiße, das war zu weit. Fuck. Ex. Sehr schön. Okay. Das wäre ein Alarm. Oh Kacke, den am anderen Turm habe ich auch verfehlt.
Oh, Kacke. Oi. Jetzt schlug der Alarm. Ja. Komm schon. Ach, müsste denn so? Ja, das ist zu weit. Ja, den hab ich. Komm, ihr müsst euch nur zeigen. Das ist alles kein Problem. Wenn ihr euch zeigt. Ach. Shit. Alter, was ist denn da los? Keine Ahnung. Wo? Okay. Hat der Düften Rebellen? Mhm. Hoffentlich. Machen. Du. Ich komm vor mit den Kupferl. Shit. Wo ist denn noch einer? Kacke. Da sitzt der noch fast auf mir drauf. Ja. So. Nummer 1 habe. Wo ist denn der zweite? Ah, da ist er. Okay. Den habe ich auch. Unter mir sind zwei Arschlöcher, wollte ich mal fest sagen. Die können nicht hochkommen, die müssen. Ich schaue, dass ich ein bisschen näher zu dir rankomme, dann kann ich die. Übernehmen. Drittes Ziel. Zurück in den Weg. Kannst du nur, glaube ich, bei der anderen Seite übernehmen. Ja, ich sehe es. Wo? So, die belagern mich. Oh, das ist nur immer so weit. Das ist so eine Entfernung, das ist so weitläufig da. Ja, der ist. Komm ein bisschen näher. Was wie? Ja. Ich komm. Also. Okay. Ja, verlass deinen Schatten. Sie beruhigen sich. Die denken, wir wären fort. Yes! Jetzt ist nur noch der eine im Haus da drüben. Den du mit 1 markiert hast. Bleib mal kurz, wo ich bin. Eine Santa Blanca Auszeichnung. Die Sicarios werden sie vermissen. Ah, so wird alles sauer. Was? Direkt neben mir ist das Santa Blanca Auto. Ah, das ist so England. Oh fuck. Einer muss da drüben noch drin sein. Ja, ja. Da müssen zwei sein. Oh, ich habe leider nur einen markiert. Da ist einer mit Maschinenpistole. Ah, fuck, jetzt ist das scheiße. Okay. Ups, das war in die. Aber sie sind weg. Das war in die Wächter. So, ich komme runter. Jupp. Yep. So, da muss irgendwo reingehen. Ups, habe ich mich da. Ja. Fallschaden kriegt man hier ja kaum. So. Na, das verzeiht sehr viel. Ja. Das stimmt. So, ich werde mir da gleich mal die Ausrüstung schnappen. Okay. Hä? Achso, Blödsinn. Man merkt, dass man einige Tage schon hat. Online waren, ja, mit dem Game. So, rauf da. Rauf.
Ich bin so weit gereist, dass ich darauf Informationen sind. Ah ja. Eine Kiste für mich. Sehr schön. Sind Sie Deutschland nicht über Südamerika berichtet? Herzog, wir lassen Ihre Band wissen, wo Sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. Ja. Ah, da sind die Dokumente. Das könnte etwas sein. Sieht so aus, als hätte das Kartell bei Campoana ein Fischerboot zu einem Kokainlabor umgebaut. Das ist genau das richtige Ziel. Der Ausfall des Labors steigert den Druck auf El Emissario und zwingt ihn, sich zu zeigen. Das ist eine Auszeichnung? Sieht aus wie aus einer Cornflakes-Packung. Oder von der Air Force oder so. Okay. So, dann dürft's da... ist noch wo eine Nachschubkiste. Achso, da war ich schon. Oben am Dach oder irgendwas? Ja. Außen ist nur einmal eine Treppe rauf. Okay. In dem Gebäude, wo du jetzt gerade bist. Hast du es? Nein, habe ich nicht, aber... Na warte, ich komm kurz, zeig das. Bin schon unten. Ja. Da rauf? Ja, ja. So, und da drüben. Da ist ein Nachschub. Die habe ich schon. Gut. Daher oben waren dann auch Sachen, glaube am Tisch ist was gelegen. Ah, das hat mir gefehlt. Na, bitte. Ich glaube, da waren die Akten drinnen, aber das weiß ich jetzt nicht mehr. Ah, das sehe ich nicht mehr. Mir wird es nicht angezeigt. Nein. Aber die braucht ja nur einer nehmen. So. Ja, ich glaube, wir haben da alles. Da gibt es irgendwo noch eine Nachschubkiste. Da herüben in dem anderen Gebäude ist auch eine. Ich lauf kurz da drüben das ab. Okay. Ob da auch noch irgendwo was ist. Ja, wir haben jetzt im Anschluss vor, es ist da in der Nähe eine Rebellenoperation. Ja. Da müssen wir auf einen Berggipfel rauf und das werden wir gleich mit dem Helikopter erledigen. Machen, gell? Mhm. Ja gut. Wo steht der Helikopter? Da hinten, ja. So, Tankstelle drüben, weißt du? Gibt's da was? Weiß ich nicht. Na, frag ich noch nicht. Frag ich ja. Mal schauen. Nee, da ist weiter nichts. Da ist drinnen, ja. Mhm. Nachschub. Alles klar. Und wo? Ah, da herinnen. Nein. Wo ist das? Ist das draußen? Ah! Treibstoff. Okay. Weg da. Jawohl. Bin schon weg. So, das dann ab zum Hubschrauber. Munition hast du aufgenommen? Habe ich, natürlich. Aufgefüllt? Ja. Mit einer Menge Santa Blanca, ob das herumsteht. Aber, ja, aber so ein Heli. Den kann man nicht raus. Oh, der ist aber schön. Oh, und eine Minigun. Hm? Und eine Minigun. Als Schütze. Ich bin der Pilot. Anwesend. Anwesend. Und hinter der Gun. Kann ich irgendwas abfeuern? Was ist jetzt? Achso, da unten ist jetzt so ein Konvoi, oder? Kann das sein? Ja. Ne, den Konvoi könnte man gleich stoppen. Was muss ich schießen, ja? Naja, Gleitfahrzeug einmal weg, ne? Ich sehe nichts, ich bin zeitlich aus. Ja. Okay, mal zu gut. Den zerstören wir nicht. Ich drehe es immer, ich kann schon nichts sehen. Ja. So, geht's? Hast du die Blickfeld, die zwei Weißen? Und
schwierig ist. Ja. Kacke. Das war jetzt weniger gut. Hast du da so ein enges Sichtfeld draußen? Ich hab nur das Seitenfenster im. Gut, ich steige einmal raus, bevor der explodiert. Ja, ich klettere auch raus. Ich habe nur das Seitenfenster, wie ich raussehe. Also ganz wirklich minimaler Radius. Sowas, aber wir haben da glaube ich kein einziges Fahrzeug und dann. Kacke, jetzt kommen wir auf den Berg nicht rauf. Ja, irgendwo werden wir schon wieder einen Helikopter da erwischen. Ja, da ist leider keiner mit Bewaffnung. Sonst hätte ich gesagt, wir versuchen den Konvoi zu stoppen. Okay. Ich kann natürlich brutal rammen. Ich hätte da ein SUV mit Rammschutz. Und jo. Ich wurde erlegt von einem blöden Auto. Komm schon. Dabei hatte ich noch nachgesehen. Naja, so. Kann passieren. Wo ist der Konvoi jetzt? Zahlt sich das nur aus? Na, der ist glaube ich. Na, wird nicht mehr angezeigt. Okay, also die Gun vom Helikopter wirkt phänomenal, wenn man was trifft. Gut, dann können wir als nächstes den Bonusorden machen. Und dann gibt es auf der Insel schon, glaube ich, den nächsten Story-Einsatz. Okay. Vielleicht finden wir da dann irgendwo einen Heli. Alles klar. Uiuiui. Los geht's. Jo. Ah, für uns fährt schon so ein schönes Auto. Sollen wir ihn probieren zum Anhalten? Aber das ist. Ich hab das schon mal offline probiert, so ein. Das ist relativ schwer. Okay. Also, ohne dass er komplett zerramscht wird dabei, ist es kaum möglich. So, da sind wir jetzt doch schon. Ja, da sind einige. So, da ist er direkt neben der Straße ein Felsen. Willst du eher reingehen in das Dorf oder eher auf. Auf Snipern. Oder auf irgendein Dach geht, oder ja, schauen wir mal. Es ist da nebenbei, sehe ich auch Kartellis. Ah ja. Lass mal Cookie look. 1, 2, 3. Du, da sind ein paar, die können weg. So, 3 Stück werden es. Mhm. Ich markiere mal. Ja, ich habe auf alle 3 Sichtfeld, also markiere dann mal deinen. Den. Alles klar. Und den. Okay, dann nehme ich den anderen. Am besten. Ja, dann nehme ich den anderen. Ja, wenn kein Auto hinkommt, dann passt es. Du kannst jederzeit ansagen. Ich schau mal, ob ich mitliegen. Ja. Nein. Hopp, 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 hopp. Jetzt. Gut. Du Typ, bleib stehen. 3, 2. Ah. 1. Passt. Ich schon die Befürchtung, ich habe einen Zivilen, aber es hat gepasst. So, ich versuche da mit dem Fernglas, ob ich welche aufdecken kann von da her oben. Okay, wenn ich da schon drinnen bin, bleibe ich auch gleich hier.
Ich glaube, allzu viel werde ich von da nicht sehen. Dann müsste noch ein zweiter sein. Sie steht gerade drauf. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Zweiter. Ja, also in dem Haus die beiden. So, ich wechselt ein bisschen meine Position. Das sind Kartellsoldaten. Wir können sie umgehen oder sie frontal angreifen. Ich habe auf beide ein Sichtfeld. Okay, ich habe am besten auf den da. Okay, dann nehme ich den. Ah, da steht wieder ein Ziviler im Weg. Ich kann aber auch einen anderen nehmen. Ja, bitte, da steht nämlich ein Zivilist. Gut, dann nimm du in eine Einser, weil die wechselt ein bisschen meine Position. Ach, die überlappen immer die zwei. So. Mhm. Kann es dann sagen? Irgendwo ist ein Hubschrauber. Ein Unidad-Vogel, aufpassen! Oh, Deckung super. Ich bin. Im Gestrüpp. Bleib stehen. Ist ja denn der Hubschrauber? Hubschrauber. Sehe einen dritten. Ist wieder weg. Ist ja zumindest okay. Wieder leiser. Pass gut auf, wir wollen keine Zivilisten töten. Ich kann den Einser treffen. Gut. Sehr gern. Der verdeckt immer wieder einen anderen. So, jetzt da. 3, 2, 1. Der Tango ist hin. Der Tango ist jetzt sicher, da in Vordern. Ach Gott. Jetzt drin. Alles klar. Alles sauber. So, du hast da vorne schon jemanden aufgedeckt. Ja, ich hab's gerade gesehen. Ich bin gar nicht bewusst. Schleiche ich mal ein Stück weiter. Feindziel Nummer 2, da. So, ich hab nur. Ah. Alles klar. Vorsicht, Sicario mit einer Maschinenpistole. Neben der Kippe. Okay. Ich bin auf der anderen Seite der Mauer. Da sind ein paar. Ja. Yep. Ich bin natürlich. Da drüben dürften auch noch einige drin sein. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Okay. So, na, ich komme da retour, ich komme da nirgends durch. Richtig. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ups, da kann ich nicht wirklich vorbei. So. Ist auch an mir vorbei, passt. So,
würde jetzt mal versuchen, da herüben in dem Gebäude, dass ich da die ersten paar wegnehme. Okay, soll ich... Ich komme dann am besten zu dir. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Da sind noch mehr. Alter Falter. Ja, da wird da drinnen auch nur einer sitzen. Ist weg. Ein Drecksack weniger. Oh, oh. Robin? Okay. Wir sehen uns. Irgendwo. Hinter dir, glaube ich, ist einer wo. Ja. Weg ist er. Es muss noch einer im Gebäude sein. Fetze da von oben rein. Lass mich liegen. Geht gerade ums Gebäude. Deine Richtung. Sackratte. Kacke, von hinten. So ein Schwein. Okay. Ja, es ist immer leichter in der Nacht. Okay. Kommt kaum ran, wenn sie mehr sind. Zu zweit. Ja, und damit ist die Folge durch. Wieder in der nächsten werden wir es dann probieren, ob es besser klappt. Ja, wenn es euch gefallen hat, schaltet wieder ein. Ciao. Tschüss. So. Wie weit sind wir da jetzt wicker? Naja. Ein Stückchen. Auf der anderen Seite. Okay. Von dem Ortschaftler. Gut, dann startet einmal. 3. Aha.